Ja, geht mal weiter, ne? Müssen wir den... Ach, ich dachte, wir müssen das jetzt nochmal zur Seite machen. Sieht schon schön aus. Kristall. Ein weiterer blauer Kristall. Ich trinke mal kurz einen Schluck nebenbei. Und ich nehme mal an, da ist noch einer. Ja, den gucken wir uns nicht extra an. Den nehmen wir einfach. Ist schon ein bisschen gruselig da, oder? Steinaltar. Ein Steinaltar. Ach du großer Gott, ein Rätsel. Hallo? In diesem Ring ist ein Tontopf graviert. Woher willst du denn wissen, dass er aus Ton ist? Kann ja auch ein Korb sein. In diesen Ring ist ein Merum graviert. Mhm, ist das Feuer? In diesen Ring ist Feuer graviert. Das Bild sieht wie ein Fisch aus. Eine Welle. Wahrscheinlich soll sie Wasser darstellen. Ein langer Speer mit Haken. Was wahrscheinlich eine Harpune. Ein Berg mit einem Auge. Das Bild sieht wie eine große Pyramide aus. Mit einem Auge in der Mitte. Ah. Ich will jetzt nicht sagen, wer das ist. Rechts und draußen. Vogelring. In diesem Ring ist ein Vogel graviert. Ach du Heilige. Der Kristall, den ich aus dem Haus des Merias mitgenommen habe. Merierin vielleicht? Oh, oh. Der Kristall, den ich im Seetang gefunden habe. Den Kristall, den ich in der Höhle gefunden habe. Einer der beiden Kristalle, die ich in der verlassenen Höhle gefunden habe. Na gut. Nein. Ich weiß nicht, ob das hinhaut, aber gut. Oh, ich weiß es doch nicht. Woher soll ich denn wissen, was da wohin gehört? Na, Pixel genau. Es kann nur falsch sein. Und jetzt die Pyramide. Meerum gehören ins Wasser. Fische. Weiß nicht, Vögel auf die Pyramide vielleicht? Feuer. Entschuldigung, okay? Oh Gott, was soll ich denn machen? Woher soll ich denn wissen? Wasser. Harpune. Fisch. Alter. Mach mich nicht aggressiv. Einäugige Pyramide. Sagt ihr das immer dann? Fisch. Beim Fisch. So schön. Super schön. Okay, Feuer. What? Feuer ist dasselbe. Man kann mit Feuer auch ein Speer ist ja auch eine Waffe. Und Feuer kann man auch als Waffe nutzen. Ich weiß nicht. Fische gehören in Tonkrüge. Sitzt fest. Ich glaube nicht, dass es sich bewegen soll. Gut. Ja? Gut, das, okay. Ich weiß das nicht. Warum? Ist schön. Sieht gut aus. Ich weiß ja noch nicht mehr, ob die da richtig stehen. Oder müssen hier die... Muss das so sein? Dreht sich das so lang? Woher soll ich denn das wissen? Okay, wird sich schon so lang drehen. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es richtig gedreht hat. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal drehe, ist der Fisch wieder vorne. Okay. Eins, zwei. Erstmal jetzt mal so, ne? Dass das zu den Bildern zeigt. Ich weiß doch sonst auch nicht. Hier. Die Fische essen, die Meerum essen Fische. Und Fische sind im Wasser. Aber hier, ach nee. Hier sind ja Fische. Oh Gott, ich weiß es nicht.
Ich krieg ja auch keine Meldung, ne? Was das Feuer da zu suchen hat, verstehe ich nicht. Fürs Feuer, wozu passt das Feuer? Passt das zu einer Pyramide? Einäugige Pyramide. Aber wo passt der Krug hin? Sitzt fest. Ach ja. Ich glaube nicht, dass es sich bewegen soll. Eine Harpune und ein Krug. I really don't know. Vor allem ist das Absicht, dass man das dahin zugewandt sieht? Ja, ich frag mal die Herrin des Wassers, was die davon hält. Guten Tag, junge Frau. Ich habe da was gefunden. Können Sie mir eventuell beim Rätsel helfen? Vielleicht ein paar Symbole übersetzen? Können wir uns kurz unterhalten? Ja, Sammler. Das können wir. Ja. Okay. Vielen Dank. Es war sehr aufschlussreich. Ja, gut, lügen so kann sie soll auch. Es sein. Lügen kann sie auch. Ich glaube, ich muss es so oder so lösen, ob ich nur will oder nicht. An dem Herrn komme ich nicht vorbei, an dem Herrn Beißer. Aber ein Rätsel einfach so aus dem Blauen heraus. Aus dem Blauen, tiefes Blau. Ist ja auch nicht. Ich rate doch nur. Vor allem, was ist denn das in der Mitte? Ist das auch eine Muschel, die dann aufgeht? Ich weiß es nicht. In diesem Ring ist ein Tontopf graviert. Wasser. In diesem Ring ist ein Meerum graviert. Gott, ich habe doch keine Ahnung. In diesem Ring ist ein Vogel graviert. Ich habe keine Ahnung, aber ich kann ja mal weiterdrehen. Woher soll ich wissen? Was ist passiert? In diesem Ring ist ein Meerum graviert. Ich kann ihn nicht mehr bewegen. Oh, das heißt, ich kann also Trial and Error machen, ne? Hä? Hab ich jetzt. Sind sie jetzt alle richtig? Hä, wie hab ich denn das jetzt gemacht? Bin ich blöd? Ich jammer die ganze Zeit rum, dass ich es nicht hinkriege und dann schlafe ich hier halb ein und dann funktioniert das auf einmal. Ja, also das scheint ja jetzt nicht so gut zu klappen. Vor allem, die haben so eine komischen Farben. Ich weiß doch nicht. Ich meine, der sieht blau aus. Aber ob das zum Fisch oder zum Wasser passt? Ich denke, I don't know. I really don't know. Ist das richtig so? I doubt it. Ich kann die also wieder wegnehmen. Das heißt, die stehen auf jeden Fall nicht richtig. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Woran soll ich das sehen? Der ist blau. Dann tue ich den mal dahin. Aber Fische sind auch im Wasser und sind blau. Was ist mit der Pyramide? Ja, vielleicht ist das Pyramide. Erster Kristall. Wo ist das Feuer? Haben wir das hier? Nee, Feuer ist da. Oh, keine Ahnung. Fische, sind Fische rot? Oder sind Speere rot? Ich habe keine Ahnung. Vor allem, ich weiß nicht, in welche Richtung die zeigen sollen, ne? Guck mal, so zum Beispiel schon mal nicht. Sollen die vielleicht so lang zeigen? Hallo, klick, ich klicke. So vielleicht? Ich versuch's erneut. Funktioniert meine Maus noch nicht oder stimmt was mit dem Spiel nicht? Harpune. Es stimmt was mit dem Spiel nicht. Weil das kann ich anklicken, ganz locker. Harpune. Der Kristall, den ich im Seetang gefunden habe.
Einer der beiden Kristalle, die ich in der verlassenen Höhle gefunden habe. Einer der beiden Kristalle, die ich in der verlassenen Höhle gefunden habe. Ich finde, das sieht richtig aus. Warum überspringt er immer eins? Da ist gar kein Fisch drauf. Da ist aber ein Fisch drauf. Guck mal. Ist hier... hier ist beides drauf. Ist die Frage, ist hier denn eine Pyramide? Hallo, darf ich klicken? Danke. Ja. Woher soll ich denn wissen, was dazu was gehört? Vor allem in welche Richtung? Soll der Speer nach da zeigen oder soll er nach da zeigen? Soll die Pyramide hier lang zeigen oder soll sie da lang zeigen? Weil gerade nach da gibt es ja offensichtlich nicht. Da ist Wasser drauf. Da ist Wasser drauf. Ist da auch Wasser? Nee. Aber Fisch, Speer und Pyramide. Vielleicht müsste ich das mal logisch angehen. Fisch, Speer, Pyramide. Fisch, Wasser, Speer. Wasser, Fisch, Pyramide. Speer, Wasser, Pyramide. Und es setzte mein Gehirn aus. Wie mache ich das nur? Ich muss sie wieder wegnehmen und einfach versuchen. Ich hätte gern Tipps. Grauer. Ist da ein Fisch drauf? Jetzt darf ich ihn nicht mal mehr einsetzen. Doch. Gut, da ist ein Fisch drauf. War hier ein Speer drauf? Ja. Ja, ist der etwas rötliche, vielleicht beim Speer. Grau ist der Fisch. Ich keine Ahnung, ey. Ich rate einfach nur. Ich finde, Blau passt immer noch zu Wasser am besten. Aber so rum hatten wir das doch schon. Man weiß es nicht. Vor allem, wo lang? Wo lang muss hier was zeigen? Ich weiß es nicht. Fisch. Oh, sag mal. Läuft nicht bei dir. Was soll das? Ich weiß es nicht. So vielleicht? Ach nee, hier. Das ist jetzt nicht so... Oh, ich weiß es nicht. Das sieht doch gut aus. Aber wenn, dann müsste es immer auf der Seite sein. Dann müsste die Pyramide auf der anderen Seite sein. So. Dann ist es im Uhrzeigersinn immer auf der... jeweils. Keine Ahnung, jetzt sind überall Speere zu sehen. Ha, vielleicht muss ich doch anders machen. Da war der noch nie, ne? Ist da überhaupt die Pyramide drauf? Ja. Okay. Passt rot vielleicht zu Feuer? Auf jeden Fall ist hier schon mal eine Welle. Muss ich vielleicht von den Farben nach den Dingern hier gehen? Dann ist... nee, oder? Farbentechnisch? Bitte, 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 Medibu. Hast du überhaupt einen Fisch drin? Oh, gar kein Fisch dabei. Hast du denn einen Speer? Nö. Dann kann das ja schon mal gar nicht sein. Hm.
Ey, ich habe nur hin und her probiert. Und ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie das funktioniert haben soll jetzt. Ich habe keinen Durchblick. Ist für mich war das gerade so unlogisch. Kann ich mir das bitte nochmal angucken? Die Kristalle auf dem Altar erleuchten die ganze Höhle. Oh, das war jetzt gerade für mich sehr frustrierend. Die Geschichte des Merum-Volkes in Bildern dargestellt. Erzählst du sie mir bitte, weil ich erkenne die Bilder schlecht. Laut der ersten Tafel kamen die Merum in einem Raumschiff von einem anderen Planeten auf die Erde. Es sind Aliens. Nicht, cool. Dass mich jetzt noch viel überraschen könnte, aber dennoch. Damals sahen sie anders aus. Es muss sehr lange her sein. Cool. Ihr Schiff sieht wie ein Lebewesen aus. Moment mal. Könnte das ihr uralter Gott sein? Einer der Drachen? Ich glaube ja. Nach ihrer Ankunft auf der Erde hat sich ihre Rasse geteilt. Das eine neue Volk ging ins Meer, das andere blieb an Land. Was mag das bedeuten? Cool sieht das aus. Das muss etwas später sein. Die Merum sehen aus wie heute. Zumindest diejenigen, die ins Meer gegangen sind. Die anderen haben Flügel. Mal überlegen. Ich vermute, dass die, die an Land blieben, Alazia wurden. Das bedeutet, die Merum und die Alazia sind miteinander verwandt. Woher weißt du denn den Namen Alazia? In diesem Bild leben sie in Frieden nah beieinander. Sie gewinnen und nutzen das Tanyen gemeinsam, um Fisch als Nahrung für beide Völker anzulocken. Dann passiert etwas. Krieg. Die Merum und die Alazia entfernen sich voneinander. Ich finde es schön, wenn jemand immer voneinander sagt, statt voneinander. Im letzten Bild wird das Tanyen immer seltener. Die Merum verlieren viele Junge an die Beißer. Sie fürchten die Alazia und vergessen die gemeinsame Herkunft. Am Ende steht eine Prophezeiung. Die Merum und die Alazia leben wieder in Frieden zusammen. Woran kann sie das sehen? Ich habe das Dann alles hier nicht gesehen. Dann gibt es wieder reichlich Tanyen und beide Völker blühen auf. Woran sieht sie das? Das stand da nicht. Das ist für sie. Eine runde Einkerbung. Eingerahmt vom Bild zweier Drachen, die einander in den Schwanz beißen. Einander. Genau wie die Markierungen auf meinem Talisman. Der ist weg. Der ist im Wrack. Den brauchen wir. Wie kommen wir an dem Beißer vorbei? Können wir vielleicht erzählen, was wir da gefunden haben? Das wäre ja mal spannend, was die Gude dazu sagt. Vielleicht geht sie ja dann weg, um sich das anzugucken. Und dann können wir uns den Speer schnappen, einfach klauen. Und vielleicht mal. Können wir uns kurz unterhalten? Den Beißer ein bisschen. Ja, Sammler. Das piepen. Können wir. Warum liegt die Höhle mit dem Altar und den Wandmalereien so verlassen außerhalb der Stadt? Was? Zeig uns diese Höhle. Sofort. Oh oh, da kennt ihr eure eigene Gegenwart nicht. Oh, das sieht aber cool aus. Ich habe die Höhle mit dem Kristall aus deinem Palast und drei weiteren Kristallen vom Altar erhellt, indem ich die Steinringe in die richtige Position gebracht habe. Kann es sein, dass du es bist? Aber du bist ein Sammler. Du kannst es nicht sein. Was? Was kann ich nicht sein? Der Wasserzähmer. Er wird uns durch die Prophezeiung von einem alten Streit erlösen und unsere Völker wieder vereinigen. Er wird den alten Schrein entdecken. Der sieht schon sehr alt aus. Ja, das ist der Schrein. Und du hast Licht in unser Dunkel gebracht. Aber die anderen Prophezeiungen hast du noch nicht erfüllt. Du hast noch nicht bewiesen, dass du der Wasserzähmer bist. Wie kann ich es beweisen? Folge uns. Wir werden es dir erzählen. Wie kann ich beweisen, dass ich der Wasserzähmer bin? Du hast den alten Schrein entdeckt und Licht in das Dunkel gebracht, aber das kann auch Zufall sein. Du musst den Beweis liefern,
der deine Mission für das Gleichgewicht bestätigt. Der Talisman. Mist, ich habe ihn verloren, als wir in den Sturm geraten sind. Du musst auch einen Beißer mit dem Speer töten. Erst dann glauben wir dir. Wenn du das getan hast, werden wir dir bei der Aufgabe helfen, unsere Völker zu vereinen. Wer ist der Wasserzähmer? Sie ist die Prophezeiung. Sie wird allem Streit ein Ende bereiten und unser Volk vereinen. Womit soll ich anfangen? Nimm diesen Speer und töte den Beißer. Du musst es tun, um den Meerum deinen Mut und deine Stärke zu beweisen. Wo finde ich den Beißer? Hör mal, das weißt du. Wenn du der Wasserzähmer bist, wirst du einen Weg finden. Ich finde immer sehr spannend, zum einen, das haben wir ja wirklich durch Zufall jetzt gerade alles entdeckt, und zum anderen, die haben immer die Prophezeiung, dass die Völker vereint sind, aber denken selber irgendwie nicht, oder vereint werden und denken selber nicht darüber nach, was das bedeuten könnte für die. Welche Völker sollten vereint werden? Ach, die bösen Flugdämonen und die Wassermänner? Die sollen vereint werden? Vielleicht rede ich ja dann mal selber mit denen. Warum sollen wir denn vereint werden? Das heißt ja wohl vor allem Wiedervereint. Das heißt, irgendwo muss ja ein bisschen Wissen da sein, dass da mal eine Vereinigung war oder dass sie mal zusammengehört haben. Aber jetzt tut sie gerade so, als ob die noch nie davon was gewusst hat. Und ich meine, wie viele Millionen Jahre sind dann hier ins Land gegangen, dass sie vergessen haben, dass die mal zusammengehört haben? Ein bisschen komisch finde ich das. Komisch. Auch wenn ich die Unterwasserwelt ganz cool finde. Und sie ist jetzt Triton. Komm. Lass mal was schnetzeln. Schnetzel die Schnetzel. Immer dieses im Hintergrund von den Delfinen. Ich kann das gar nicht nachmachen. So. Der Beißer versteckt sich im Schatten. Er wartet, bis ich näher komme, damit er mich angreifen kann. Na, dann kannst du ja mal... Der beißt ja über dir hinweg und dich hinweg und dann kannst du... Was zur Hölle? Das war ja einfach. Der hat sich ja einfach nur gedreht. Hier, zieh doch mal am Schwanz. Kannst ja mal rüberbringen. Was macht sie? Ich muss etwas mitnehmen, um beweisen zu können, dass ich den Beißer erlegt habe. Oder du holst sie einfach dahin und sagst, guck mal. Dieser Zahn ist genau das Richtige. Meine Güte, ist der scharf. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Beißer rasiermesserscharfe Zähne haben. Oh, bloß nicht darüber nachdenken. April, sie heißen ja auch Beißer und nicht Lutscher. Was glaubst du, was sie machen? Sie beißen. Und das werden die sicherlich gut machen. Achso, kann ich denn jetzt auch einfach so ins Wrack? Das muss ich jetzt selber nochmal nachgucken oder muss ich jetzt erstmal zeigen. Ich kann so ins Wrack, dann mache ich lieber das zuerst. Halleluja, der Talisman ist da. Immerhin hat sie es geschafft, die Truhe zu zerstören und das Schiff. Sodass sie jetzt hier keine verschlossene Truhe hat. Klasse, haben wir sonst noch irgendwas? Es ist tatsächlich niemand aus der Mannschaft. Ich bin nass. Ja, das ist, glaube ich, untertrieben, wie sie schwimmt. Kann man den nicht mitnehmen? Ist doch bestimmt Nahrung. Er ist tot. Ich habe ihn erlegt. Ich bin stolz auf dich. Die sind aber nicht so schlau, kann das sein? So. Ach so, waren wir zuerst in der Höhle? Guck mal. Der Seetang. Ja, der Seetang. Seetang schmeckt auch ganz lecker. Schon mal drüber nachgedacht? Das sieht ja komisch aus. Komm. Ah, Gleichgewicht. Macht sie ein Portal auf oder was tut sie gerade? Eine kleine Nische. Darin liegt das Bruchstück eines Steins. Nimm mit. Ein Teil der Steinscheibe. Yes, Baby! Halt.
Das ist ja nur die Hälfte eines Teils. Es ist offenbar zweigeteilt worden. Merkwürdig. No, Baby. No. Ah. Die Hälfte von einem der vier Stücke der Steinscheibe. Ich habe diese Hälfte aus der Tempelhöhle der Merum. Danke für die Geschichtsstunde. Ich hätte sonst beinahe wieder vergessen. Vielleicht kriegen wir die andere Hälfte von der Königin. Oder die andere Hälfte von den Alatian. Das wäre ja mal Kaka. Können wir uns kurz unterhalten? Ja, Sammler. Das können wir. Entschuldigung, Wasserzähmer. Okay. Jetzt bitte knie nieder oder was ihr da macht, immer gerne. Hier ist ein Zahn des furchtbaren Beißers, der das Schiffswrack bewacht hat. Ein Beweis meiner Stärke und meines Mutes. Du hast einen Teil der Prophezeiung erfüllt. Wenn du den Rest erfüllst, erkennen wir dich als Wasserzähmer an. Also ich glaube, das ist jetzt schon sehr offensichtlich. Ich habe von euch das Objekt erhalten, das ihr seit Generationen verborgen habt. Es ist Teil einer Scheibe, die das Gleichgewicht wiederherstellt und die beiden Welten vor dem Chaos rettet. Du hast einen Teil der Prophezeiung erfüllt. Wenn du den Rest erfüllst, erkennen wir dich als Wasserzähmer an. Hä, was denn noch? Was ist denn der Rest? Soll ich unsichtbar vor dir werden? Hier ist der Beweis meiner Mission. Ein magischer Talisman mit dem Zeichen des Gleichgewichts. Das heißt, ich bin der 13. Hüter des Gleichgewichts. Bist du? Du hast alle Prophezeiungen bis auf eine erfüllt. Du musst der Wasserzähmer sein. Wir hätten nicht gedacht, dass sie zu unseren Lebzeiten kommen würde. Gut, dann bringt ihr mich zu eurem schlafenden Gott. Aber es gibt noch eine Prophezeiung, die du erfüllen musst. Noch mehr? Natürlich, das ist ja der Charme dieser Prophezeiung. Du musst unsere Völker wieder vereinigen. Aber du sagtest doch, ihr werdet vereint und es gäbe keinen Streit unter den Merum. Der Wasserzähmer wird kommen und unsere Völker wieder zusammenbringen und uns retten. Die Prophezeiung des Wasserzähmers ist erst erfüllt, wenn du dies getan hast. Es klingt, als wüsste sie selber nicht so genau, was gemeint ist mit der Vereinigung der Völker. Sie spricht das eigentlich nur nach. Ich glaube, ich weiß jetzt, was die Prophezeiung bedeutet, dass eure Völker wieder vereinigt werden. Die Merum leben untereinander in Frieden, richtig? Aber ihr lebt nicht in Frieden mit den Alatian, den Flugdämonen. Sie sind unsere Feinde. Denk doch mal nach. Vielleicht, aber es war nicht immer so. Nicht, wenn ich die Zeichnungen in der Tempelhöhle richtig deute. Was meinst du damit? Vor langer, langer Zeit waren die Merum und die Alatia ein Volk. Was? Das ist Ketzerei! Das ist Rassismus, Mädchen. Ich erzähle dir nur, was ich in eurem Tempel gesehen habe. Vor sehr langer Zeit teilte sich eure Rasse in zwei Völker. Das eine fand Zuflucht im Meer, das andere im Wind. Die Merum und die Alatia waren voneinander abhängig. Schon wegen des Tanjen, das dort, wo die beiden Völker direkt nebeneinander lebten, reichlich vorhanden war. Offenbar herrschte sehr lange Frieden. Aber dann geschah etwas, das zum Krieg zwischen den Völkern führte. Dummheit wahrscheinlich. Beide Völker entfernten sich räumlich voneinander. Und seitdem habt ihr es schwer, Tanjen zu finden. Ich glaube, die Merum und auch die Alatia können sich nur vor dem langsamen Tod retten, indem ihr euch mit eurer gemeinsamen Abstammung aussöhnt. Wie können wir dir glauben, Wasserzähmer? Deine Worte sind zu ketzerisch und die Konsequenzen, wenn du recht hast, sind nicht auszudenken. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann seht euch die Tempelwände selbst an. Dort wurde die ganze Geschichte festgehalten, wahrscheinlich direkt nach eurer Ankunft. Aber was werden unsere Leute sagen, wenn wir ihnen erzählen, dass sie die Brüder und Schwestern der Flugdämonen sind? Ihr seid ihre Königin und müsst es ihnen begreiflich machen, damit sie ihre Herkunft annehmen. Das gleiche gilt für die Alatia. Es wird ihnen kaum leichter fallen, als euch ihre Geschichte anzunehmen. Das glaube ich auch.
Du musst sie aufsuchen und feststellen, ob unser Tempel die Wahrheit spricht und ob sie bereit sind, zivilisiert mit uns zu reden. Das muss ich wohl, denn wenn ihr euch nicht wieder vereinigt, werdet ihr sterben. Wir bringen dich an die Küste ihrer nächsten Insel und werden auf dich und ihre Antwort warten. Heißt das, ihr glaubt mir? Du bist der Wasserzähmer. Du bist die Prophezeiung. Wir werden deinen Anweisungen folgen und unser Schicksal erfüllen. Einer von uns wird dich nach Alais bringen, eine Nachtreise von hier. Dort musst du die Alazia finden und mit ihren Führern sprechen. Wenn sie einem Treffen zustimmen, werden wir uns an einem Ort deiner Wahl treffen. Ich werde alles tun, was ich kann. Das verspreche ich. Gute Reise, Wasserzähmer. Wir werden den Teil der Scheibe, den du im Tempel gefunden hast, behalten. Wenn die Flugdämonen, die Alazia, einem Treffen zustimmen, bringen wir ihn mit. Das war ein sehr schönes Beispiel für Engstirnigkeit. Oh mein Gott, das Kapitel ist schon wieder vorbei. Wiedervereinigung. Oh, wieder an Land und dann ist es eine Tropeninsel. Wie schön. Jetzt trockne einfach mal ein bisschen. Du warst lange, lange sehr, sehr nass. Ja, und ich würde sagen, in der nächsten Folge erkunden wir diese Insel und werden versuchen, die Flugdämonen mit den Wasserdämonen zusammenzubringen. Vereinigung! Bis dann!